Wir sind heute in der Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee, die von vier Pfoten geführt wird, um den drei Kindern des berühmten Storchenpaares Mona Lisa und Louis drei Namen zu geben durch die wundervolle Patin Lydia Beisch, die heute mit uns hier ist. Ich war schon mal hier vor über 10 Jahren und verfolge auch regelmäßig die Arbeit, die hier gemacht wird. Also es kommen sowohl verletzte Tiere her, als auch Tiere, die noch ganz klein sind, die werden dann gepflegt und viele davon auch wieder ausgewildert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, um Bestände zu sichern. Mona Lisa kam vor vielen Jahren hier in diese Station, da sie durch einen Unfall leider flugunfähig ist und damit das ganze Jahr in der Station lebt. Louis, ihr Partner, der wurde gesund gepflegt und er könnte eigentlich wieder wegfliegen. Das will er aber nicht, er will lieber bei seiner Mona Lisa bleiben. Die drei Namen, für die ich mich entschieden habe, das ist Elsa, Rilke, nach einem meiner Lieblingsdichter, und Aist. Aist ist das russische Wort für Storch. Ich habe ja russische Wurzeln und ich habe mir gedacht, das würde gut passen. Außerdem kann Aist sowohl ein Männchen als auch ein Weibchen sein. Für die jungen Störche wünsche ich mir, dass sie zu kräftigen Vögeln heranwachsen, dass sie die vielen tausenden Kilometer, die ja Störche reisen, gut überstehen, dass sie gut wieder zurückkommen und ein möglichst langes und glückliches Leben führen.